Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Wir wollen uns weiter mit den Vorhersagungen Nostradamus befassen. Wir sind immer wieder erstaunt, was alles eingetroffen ist, was dieser große Seher aufgeschrieben hat, was Nostradamus vorausgesagt hatte. Und es wird auch vieles mehrfach belegt, was tatsächlich eingetroffen ist. Jetzt sind wir gespannt. Nun wollen wir aber auch wissen, wie es im neuen Jahr 2019 aussieht. Tja, müssen wir dazu eigentlich Nostradamus strapazieren? Es ist doch bekannt, dass Kriege, Terror und Gewalt nicht von heute auf morgen verschwinden werden. Aber auch die Angst davor. Und das wissen wir auch ohne ihn. Und all das, die Kriege, das Elend und das Leid der Menschen, das hat es doch schon immer gegeben. Es ist nichts Neues, denn die Menschheit lernt absolut nichts dazu. Wenn sie die Krisen überstanden haben, ist alles vergessen. Sie machen nichts besser. Es wiederholt sich immer wieder und wieder. Das sieht man doch daran. Die Armen bleiben arm und die Reichen werden reicher. Die Klimathematik wird nicht gelöst, weil die Menschen die Erde mehr und mehr verpesten, ausrauben und mit Mutter Erde rücksichtslos umgehen. Die Menschen wie auch die Politiker sind zerstritten wie nie zuvor. Jeder denkt nur an seinen eigenen Vorteil. Dann das Flüchtlingsproblem. Im Augenblick ist es unlösbar. Und was sagt uns Nostradamus dazu? Er sagt uns, wie schlimm es werden kann, wenn wir alles so vor uns hertreiben lassen. Den gierigen Reichen die Macht lassen und die Armen im Stich lassen und uns auch nicht um die Umwelt kümmern. Die Politik ist gefordert und das muss den Politikern klar gemacht werden. Sie sollten sich weniger mit sich selbst beschäftigen, sondern sich vielmehr um die Probleme und Aufgaben von außen kümmern. Sie sollten für das Volk da sein. Deshalb wählt das Volk sie. Und darin liegt ihre Aufgabe, ihr Auftrag. Und das prophezeite der große Seher. Die Vorhersagungen Nostradamus lautet: Wenn ihr weiterhin nichts tut, werdet ihr inmitten der Zerstörungen, Ruinen und Blutvergießen euch wiederfinden. Das sollte uns auffordern zu reagieren, zu handeln. Ja, und dann würde Nostradamus tatsächlich mit seinen Vorhersagungen für 2019 daneben liegen. Meine lieben Freunde, das, was ich euch heute mitgeteilt habe, ist euch allen bewusst. Ein einzelner Mensch kann auch leider nichts bewirken, aber jeder von uns sollte nachdenken und bewusster mit allem umgehen. Ja, auch liebevoller, rücksichtsvoller und auch mal den Schwachen, den Alten oder Hilfsbedürftigen irgendwie aus der Situation heraus helfen. Das ist doch schon ein Anfang. Für das Jahr 2019 werde ich euch weiter Monat für Monat die Vorhersagungen Nostradamus mitteilen. Will jeder für sich selbst wissen, was das neue Jahr ihm bringt, was auf ihn zukommt, dann ruft mich einfach an. Ich schaue für euch. In Liebe, eure Deria.